Ich wollte dahin kehren, wo die hinkommen, ne? Solche Leute, solche Menschen. Abschaum. Guck dich doch mal an. Ist dir doch ins Gesicht geschrieben, wie kacke du bist. Solche Leute fahren Mitarbeiter an. Bin ich ehrlich. So, wer tankt denn eigentlich aktuell? Keiner, ne? Oh, schwierig. Autos reparieren frisst viel Zeit. Muss wieder los, bis nächstes Jahr. Schön, dass du da warst. Dann bis nächstes Jahr. Tschüss. Er ist halt immer lange unterwegs. Was willst du machen, ne? Schwer beschäftigter Mensch. Absolut wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto. Was willst du machen? Und der Lack, ganz ehrlich, wir sollten Neulackierung anbieten. Fühle ich auf jeden Fall. Weil guck dir den Lack an, der sieht gar nicht mehr gut aus. Als hätte den jemand abgeraspelt einfach. So. Oh, guck mal hier. Batteriewechsel, ne? Und wir müssen... Oha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir müssen Motoröl nachfüllen. Wie geht das? Alles klar. Ja, ist fertig. Hey, und deine Batterie? Hat jemand gesehen, wie viel das gab? Hat das jemand gesehen? Scheiße, ich hab's wieder nicht gesehen. Aber Inchi hat bestimmt aufgepasst. Schreibt jetzt irgendwas rein. Nö, schade. Mann! Oh, schönes Auto. Sonny, weißes, schönes Auto. Bitte abfangen, keine Schäden, ist mein neues Auto. So. Wartet doch. Ich bin doch tankwillig. Ich will doch tanken. Dass er nicht 2 Sekunden länger warten kann, ne? Voll Rotlicht hier. Ist ja voll Rotlicht hier alles. Der Laden ist so Rotlicht. So, Qualität direkt wieder ein bisschen gesteigert. Und auffüllen. Ich guck mal, ne? Werkstatt gleich upgraden. Das wäre eigentlich mega nice. Ja. Ich kehr dich raus. Kehr dich über den Jordan. So, das kann man alles schon während der Fahrt machen, weißt du? Zeit sparen. Bis der ausgestiegen ist, haben wir das schon alles entladen. So, siehst du? Er ist noch nicht mal ausgestiegen und wir sind fertig. Ganz los. Better do. Schwierig. Und zumachen. Sehr cool. Aber ich glaube, es reicht, wenn du vorne zumachst, ne? Ich glaube, für Dennis ist das vollkommen okay. Moment, Carwash. Carwash. Wir können die Autos bei... Alter, ich dachte, ich mache Spaß. Ich glaube, das kommt echt noch. Oh mein Gott, wir machen hier noch ein eigenes Carwash auf. Nice. Können wir dann Geldwäsche betreiben? Ich glaube, dann geht's richtig los, ne? LOL. Ich dachte, ich mache einen Spaß. So schnell wird das Spaß ernst. Ich mach das Regal leer, ne? And this is Carwashing. Bidi 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 bidi. Carwashing. Nice. So, alles randvoll. Alkohol auch, ne? Ja, alles randvoll. Wunderschön. Mach noch ein bisschen sauber. Das nervt mich ein bisschen, dass das ein bisschen verbuggt ist. Der ist jetzt auch irgendwo hingefallen. Werden wir nie wiederfinden. Es buggt wahrscheinlich alles unter die Welt. Hoffe ich. Nicht, dass das irgendwann mal wieder auf uns zurückfällt, weißt du? So, Alter, die haben ja alles zugemüllt. Nein, ich kann den Müll nicht einsammeln. Alles klar, gut, schade, traurig. Refund, schlechtes Spiel, schlecht entwickelt. Moin, Officer. So. Hey, schöne Karre, seit wann hast du denn die? Gestern hattest du doch noch eine ganz andere. Aber gefällt mir, ist auf jeden Fall praktisch. Vor allem gut für deine Pferde, ne? Gut für deine Pferde. Kenne ich einfach schon seit Jahren. Kenne ich schon so lange. Irgendwer hier in der Werkstatt. Oh, Kunde an der Werkstatt. Da bin ich mir dabei. Das ist prima. Viva. Reparieren, ja. So, einmal Reifen.
kostet halt viel zu viel Zeit. Alles andere geht zu schnell, aber der Reifen, Leute, der Reifen. Spiegel war kaputt, ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, entweder Tür oder wir sind fertig. Eins von beiden. Tür. Ey, guck dir das Auto an. Warum mache ich denn hier jetzt Kratzer raus? Das ganze Auto sieht aus wie Scheiße. Das ist ein einziger Kratzer, den du da fährst. Oh gut. Ist dir überlassen, ne? Musst du wissen. Ja, ich hätte mir ein neues Auto gekauft. Da hätte ich keinen Kratzer der Welt mehr rausgemacht für Geld. Absolut nicht. You're a lifesaver. Okay, da haben wir wieder Müll, die spawnen lassen. Sehr schön. So wird's gemacht heutzutage. Nahmuskelpaket! Hä, ist sie schon wieder hier? Moment mal. Hat er sie überfallen und tankt nochmal? Was hast du mit der Frau gemacht, der das Auto gehört? Hä? Ich kenne die. Wenn da irgendein krummes Ding läuft, ne? Du guckst schon so psychotisch. Sieht aus wie mein Vater, Alter. So. Ja, ja. So, warte mal. Lagerhaus? Können wir das auch nochmal auffrischen? Nee. Höheres Tankstellenlevel nötig. Schade. Können wir das schon? Oh, guck mal. Werkbank einfach nochmal abgegradet. Sehr gut. Auch zu jammern. Kannst du jemanden einstellen? Nein, ich kann keine Leute mehr einstellen. Und die anderen, die müssen ja auch bezahlt werden. So. Und das kostet mich gerade. Ich habe andere Investitionspläne. Okay, Leute bezahlen. Guck mal, der ist jetzt nämlich auch wieder erschöpft. Wird jetzt abhauen. Und da muss ich halt, ne? Kann schon mal vorbereiten und sie hier wieder ranholen. Ich mache gerade Wechselschicht, weißt du? So, ne, warte mal, können wir nicht... Haben wir nicht schon wieder geupgradet? Ah, ne, können wir nicht. Aber wir können gleich wieder jemanden einstellen. Sie ist sehr teuer in der Werkstatt, ne? Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer in der Werkstatt. Aber ich glaube, Werkstatt sind die alle ziemlich teuer. Schwierig. So, dann kann sie jetzt direkt... Der andere hat Feierabend gemacht. In die Kasse gehen. So. Ja, ne? Kasse, genau. So, 600. 600! Wir haben noch 100 Kraftstoff. Bevor es wieder teurer wird, ich tank direkt für 600 wieder. Und wir sind pleite. Einfach komplett pleite. Das sagst du, wir sollen ja Angestellte bezahlen. Von was denn für ein Geld? Von was denn? Ich lasse mich gerne sponsern, ne? Also... Wenn ihr die Tankstelle sponsern wollt, gerne Reihe her mit dem Geld. Gerne her. Oh Gott. Wirtschaftlicher Totalschaden wieder hier am Werk. Ich finde, ganz ehrlich, hier lohnt es sich nicht, ein einziges Auto zu reparieren. Also was Kratzer angeht. So, da drüben die Tür auch. Ey, hier will ich 1000 haben. Hier will ich einen Taui haben, ne? Jeden Fall. Wir probieren mal drauf zu achten, was wir kriegen. Und noch ein Reifen. Ja, okay. Ich sag mal 500. Ich will 500 Flats haben. Eigentlich, wenn das Werkstattlevel sich erhöht, müsste man eigentlich auch mehr Geld bekommen, ne? Ich meine, ist ja dann Qualität, für die du zahlst irgendwann. 300. Von 80 dafür. 150 ungefähr haben wir bezahlt. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Hm. Ah. Kann man machen. 150 plus gemacht. Nein, 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 nein. Und Alien, liebe Leute, so, automatisches Farm ist vorbei. Da geht's halt schon wieder los, ne? Wir wollen ja sowieso Satisfactory spielen, ne? Boah, das ist doof jetzt, das ist doof. Ich wollte zwar Satisfactory spielen, so gegen 0 Uhr, aber ich... Ich mache noch einen kleinen Run, ne? Noch einen kleinen Mini-Run. Geht es wieder los, dass das Spiel abstürzt. Ah.
Kann eine Weile dauern. Okay, gut, wir warten. Fertig. Nein! Okay. So, Leute, hier. Der Psychopath ist wieder am Stissel. Müssen wir dasselbe machen? Nein. Hä, lol! Es ist derselbe, also, ne? Aber wir müssen ganz andere Dinge tun. Das ist nicht derselbe, es ist eigentlich alles anders. Was ich damit sagen wollte. Und noch nie zuvor da gewesen. Wir dürfen eine Batterie wechseln. So. Wie geht das denn? Und Öl. Und Öl. So. Und stop it. Perfekt, Mann. Perfekt. Die Batterie hat das schon gekostet ohne Ende. Und die... Oha. Das hat sich nicht gelohnt, ne? Oh, oh nein. Ja, du musst ja nicht fahren, ganz ehrlich. Ich kann ja weiter tanken. Ich hätte weiter tanken können, aber gut. Dann fahr halt mit den 0,1 Sprit los. Mal gucken, wie weit du kommst. Kannst zurückrollen. Fangen wir dann halt weiter. So, oder? Oh nein, wann war das denn? Das ist aber sehr wenig. Ja, das war ein bisschen dreist wenig, ne? Das hat sich null gelohnt. Wir haben keine Hüte mehr. Das hat sich null gelohnt. Da war ja er sogar noch hier mit seiner Schicht dran. Jetzt bin ich mir ziemlich unsicher. So, warte mal. Fehlt jetzt irgendeine Bestellung oder so? Ach, guck mal, wir haben noch so viel. Irgendwas fehlt uns, ne? Ich habe die Werkstatten nicht abgecradet. Sparkplugs. So, hier hatten wir das noch nicht gemacht. Genau, das konnten wir sowieso nicht. Dann Angestellte. Wir müssen Amelie bezahlen. War jetzt, glaube ich, günstiger als gerade. Und sie geht an die Ka... Habe ich Dennis gehört? Und die Paranoia. Ich dachte, ich habe Dennis gehört. Oder? Irgendwer ist er gerannt. Ach, das war bestimmt irgendein Angestellter, der schnell zu seinem Posten wollte. So, naja, gut. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Jetzt weiß ich nicht, was haben wir nicht, ne? Ist ärgerlich sowas. Spielabstürze sind nie schön. Nee, nee. Merkt euch das. Spielabstürze sind scheiße, sind böse. So, wir haben noch 100 Liter. Ich glaube, das müssen wir noch machen, ne? Da hatten wir, glaube ich, nochmal nachbestellt gehabt. Lieferung, Kraftstoff, 200. Raus mit der Bestellung. So, naja, gut. Also gut nicht, aber selten. Alter, wie gut wir sind. Ich hätte gerne, bin ich ehrlich, mehr von diesen Säulen. Also dieses Orange mit dieser Farbe passt so gut einfach. Hätte ich ja gerne mehr von. Boah, wie sieht denn das aus, wenn wir die Toiletteninnenräume auch in dem Orangeton machen? Ne, warte, das war der Orangeton, ne? Sieht denn das aus? Moment. Es sieht ziemlich dunkel aus. Das auf jeden Fall. Es sieht voll gut aus. Passt absolut nicht zu Toiletten. Gebe ich zu, ja. Was ist das? Da lag einfach Hut rum. Stalos hat einfach einen und Hut. Sag mal. Wir brauchen hier eine Ordnungspolizei. Was ist das? Ordnungsamt muss hier... Scheißen Dreck. So, wir müssen auch die Müllabfuhr, glaube ich, wiederholen. Wir brauchen noch 11-mal Trinkgeld. Und Werkstatt, ne? Werkstatt ist unser Leidenkind.
Okay, hier ist wieder alles kaputt. Öl auch, ja, Öl auch, natürlich. Und kipp, 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 kipp. So, weh, du klaust die. Was ist das denn? Nein, der braucht Zündkerzen. Die haben wir nicht. Die haben wir noch nicht. Das haben wir jetzt neu dazu bekommen, weil wir gerade geupgradet haben. Hm. Wir haben noch keine Zündkerzen. Muss ich jetzt noch schnell nachbestellen. Schau mal, der hat noch so viel Zeit. Aber ganz ehrlich, ohne Zündkerzen kann er eh nicht wegfahren. Also wenn die kaputt sind und die muss er reparieren lassen, dann sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Den Kunden verlieren wir nicht. Also je nachdem, ne? Also falls jetzt eine Zündkerze ausgefallen ist, beziehungsweise der Starter, man weiß ja nie genau, woran es liegt, kann er gegebenenfalls vielleicht sogar noch fahren. Aber sehr, sehr stockend. War ja bei meinem Auto mal so. War nicht schön, aber ich kann fahren. Ich dachte, ich explodiere jeden Moment. War geil. So, warte mal, Lieferung, Autoteile, Zündkerzen. Oh, gerade im Angebot. Mache ich voll. Motor, Batterien. Ich hole mir noch eine. Motoröl haben wir noch genug. Ein Spiegel, ein Kratzerentferner und ein Reifen. Passt das vom Geld? Jo. Moin, Officer. Schönen Tag wünsche ich euch. My Lord, Herr Officer. Kann mal gucken, ob ich so ein bisschen Kohle gerade reinkriege, weißt du? Gucken, was sie hier so schön drin haben. Oh ja. $6, das ist ja dreist. Durchschnittlich. Hey! Geh doch weg von dem Auto! Was ist denn da schon wieder passiert? Schon wieder passiert. Da wollten sie einbrechen. Ich habe es genau gesehen. Zucht und Ordnung, sage ich immer. Zucht und Ordnung.